Ja, bevor wir heute mit dem Video anfangen, möchte ich mich erstmal dafür entschuldigen, dass ich das Video letzte Woche zu spät rausgebracht habe und dass das Video heute ebenfalls zu spät rauskommen wird. Und warum das so ist, darum geht es heute im Video. Mahlzeit. Bevor ich euch jetzt aber erkläre, warum die Videos momentan ein bisschen später kommen, wie ich es eigentlich ursprünglich vorhab, nämlich mittwochs um 18 Uhr, ganz kurz nochmal. Klar, sorry, tut mir leid, dass ich es letzte Woche nicht geschafft habe, dass ich es die Woche auch nicht geschafft habe. Bevor ich jetzt euch aber schon den Hintergrund dazu erkläre, nochmal ganz kurz was anderes. Und zwar 69 Abonnenten haben wir aktuell auf dem Kanal. Das freut mich wirklich. Was mich noch nicht ganz so erfreut, ist, dass 90% meiner Zuschauer keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn jetzt mal von den 90%, die nicht abonniert habe, 20% den Abo-Button drücke, jetzt oder am Ende vom Video, das ist mir egal, dann haben wir nächste oder später übernächste Woche das 100 Abo-Special. Und genau dafür möchte ich jetzt nochmal den Aufruf machen, dass ihr mir unter das Video mit dem Hashtag FragFabi eure Frage unten in die Kommentare schreibt, mit der ich dann das Abo-Special drehen kann, wo ich dann die ganze Frage beantworten werde. So, jetzt aber, warum hat es jetzt warum hat es diese Woche und letzte Woche nicht geklappt mit Mittwoch 18 Uhr? Naja, das hat einen ganz einfachen Grund. Letzte Woche war es einfach extrem stressig und die Woche ist es einfach so, dass wir jeden Tag 36 Grad haben und ich da ehrlich gesagt nicht wirklich was mache. Deswegen gibt es halt auch ein Video, das wieder sehr, gesprächiges Video. Und zwar, wie gesagt, halt, es ist mir echt zu warm momentan, großartig was zu machen. Ich bin ehrlich sehr froh, wenn ich aus dem Geschäft rauskomme und dann nicht mehr viel machen muss. Ja, ich habe jetzt momentan den Pool bei mir daheim noch gestellt. Das habe ich jetzt die Woche gemacht. Gestern dann zum Beispiel noch vorgestern die Pumpe repariert. Die saß fest, dann war erst der Dichtring kaputt vom Eilauf, vom Kropfschmutzfilter. Den getauscht, dann die Pumpe festgesessen, dann eine Stunde lang die Pumpe gangbar gemacht, damit ich danach dann nach 50 Sekunden Betrieb feststelle, dass die Pumpe durchbrennt. Ja, dumm gelaufen. Ärgerlich, jetzt habe ich es geschafft, trotz der aktuellen Zeit, weil momentan eine Poolpumpe beizukriegen ist nicht so einfach. Sind momentan ganz schön gefragt in Deutschland, aber ich habe jetzt auch eine bekommen, die habe ich gestern neu gebaut. Jetzt funktioniert alles, jetzt kann ich nämlich, wenn ich das Video gedreht habe, geschnitten habe und hochgeladen habe, nämlich in der Pool sitze. So, so viel mal dazu. Also eigentlich ist es einfach nur meine Faulheit bei dem Wetter. Deswegen wird es momentan ein bisschen später. Ja. Dann habe ich momentan noch eine kleine Indoor-Baustelle. Das hält halt alles auf, aber da möchten wir auch nicht vor der 8. wirklich aufhören, weil es einfach wirklich voller heiß ist. Wir haben heute jetzt wieder 36 Grad, wir hatten gestern 36, vorgestern 35,5. Also es zieht sich momentan einfach wirklich durch. So. Ja. Ansonsten aber, ich möchte euch natürlich trotzdem ein paar Infos nicht vorenthalte, und zwar hatte ich mal wieder Besuch vom Amtsveterinär wegen meiner Ziege, wegen den da. Da gab es eine anonyme Anzeige, dass die hier nicht artgerecht gehalten werden. Ich weiß, die Fläche ist momentan platt, deswegen ziehen sie jetzt wieder um. Ich fütter die ja momentan aber auch mit Heu und mit Ziegefutter zu, also verhungern tun sie definitiv nicht. Da liegt ein Kugelschreiber von mir. Dann lesen wir gleich wieder ein, bevor der nächste Heuschnitt drin liegt. So, ja, auf jeden Fall, die war halt Amtsveterinär da, hat sich das Ganze angeguckt, dann hat er mich auch gerufen, hat gesagt, du, pass auf, alles gut, gibt keine Bedenken, ich sag's dir nur, dass ich da war, damit du Bescheid weißt. So. Ja, ich versuche gerade ein bisschen im Schatten zu bleiben, weil es mir jetzt ganz das Hirn wegbrennt, vollster. Ja, also, dort rum muss man sich dann kümmern, weil der ruft dann immer dann auch, wenn man vom Geschäft, wenn man auf der Arbeit ist. Rückrufe kann man nicht, weil dann ist meistens außerhalb der Sprechzeit und deswegen ist es dann auch immer so ein bisschen tricky. So, aber wir sind wieder ordentlich geworden, von daher soweit alles gut. So, ansonsten, was ich jetzt aber mal noch loswerden möchte, weil das ist mir wirklich ein Anliegen, und zwar gilt es nicht generell nur meinen Abonnenten, das gilt mal so generell an die Personen, die spazieren gehen oder Gassi gehen. Und zwar, ich finde es nicht toll, und andere Landwirte finden es noch, also die finden es noch viel niedriger, und zwar sowas hier. Nicht die Äpfel, sondern die Plastiktüte. Das muss nicht sein.
dass an Feldrändern oder in Wiese Plastikmüll drin liegt oder generell Müll, ja, weil das einfach die Futterqualität beeinträchtigt und das macht sie garantiert nicht besser, sondern schlechter. Das ist einfach nur störend. Ich kann mir das eigentlich auch nicht zeitlich rausnehmen, herzugehen und den ganzen Müll wegzulesen, ja, aber ich kann halt auch nicht hergehen, einfach drüber mähen und dann die Heuballe so abgeben oder verkaufe und sage, ja, sorry, ich halt mal so, ja. Deswegen, das muss echt nicht sein, weil das ist eigentlich auch nicht in Ordnung, dass man seinen Müll einfach nur schmeißt, wo man gerade steht, ja. Es gibt eigentlich genug Mülleimer oder man nimmt ihn mit. Das ist halt für mich dann wieder viel Geschäft, dann je nachdem, wie es ist, wenn man eine neue Kunde hat, dann muss man das dann wieder erklären, muss man die beruhigen. Teilweise geht es dann nur mit Preisnachlässen, etc. Also unterm Strich sind das dann wieder finanzielle Schäden für mich oder für die Kollegen. Und im Acker ist natürlich genau das Gleiche, ja. Da gilt es genauso, ja. Klar, viele gehen her, dreschen außen rum mit höherem Schneidwerk wie innen drin, weil sie außen Stroh eh häckseln, ja. Aber das kann ja nicht Grund sein, dass die Landwirte mit dem Mähdrescher höher dreschen müssen, damit sie den Dreck nicht drin haben. Das ist nicht in Ordnung, ganz ehrlich. Und was ich auch nicht in Ordnung finde, ist, dass man seine Hunde auf Wiese scheiße lässt, ja. Sorry, aber es ist so, wenn da gemäht wird oder wenn die kurz vor Mähe sind, ja. Das ist Futtermittel, das soll gegessen werden und ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass mir jemand mein Essen scheißt, ja. Deswegen, das muss nicht sein. Das Zeug wird zusammengepackt in den Ballen rein, wenn der gewickelt wird und das Zeug geht kaputt, das ist ärgerlich, das ist wirklich viel Arbeit, ja. Und dann lässt man das Zeug so vergammeln, weil irgendwelche Hunde reingeschissen haben, etc. Es gibt genug Streifen, wo das keinen stört, wie zum Beispiel hier bei meiner Ziege gegenüber, das Hecke-Gedönse, ja. Oder man muss halt wirklich Tüte mitnehmen, man muss aufsammeln, ja. Ihr wisst ja, ich habe selber zwei Hunde und ich gucke da auch drauf, ja. Das ist genauso wie wenn ich einen Hund rennen lasse, ist das nicht einfach, wenn ich den mittel durch den Acker rennen lasse, vor allem wenn frisch eingesät worden ist, ja. Dann muss ich ihn halt mal zurückpfeifen und wenn das nicht funktioniert, muss ich ihn halt anleinen. Das ist einfach so. Ich finde das teilweise echt verantwortungslos, ich finde es nicht in Ordnung. Ich weiß, dass wenn jetzt Leute runter sind, dass da wahrscheinlich wieder Dislikes hageln wird dafür, aber ich finde es echt nicht in Ordnung. Da sollte man echt einfach mal drauf denken, wie das ist, wenn das nicht das jemand anders gehört, sondern das einem selber gehört und dann einfach mal hergehen und sage, nee, das geht nicht, das unterstütze ich nicht. Ich verlange von Kolm, dass er hergeht und seinen Hunde für Strauf, dass er in die Wiese nein, scheiße oder so. Das liegt dann einfach am Besitzer, ne? Deswegen, so viel da dazu. Ich möchte es jetzt nicht noch länger ausdiskutieren. Aber da einfach mal ein bisschen drüber nachdenken. So. Ansonsten, was haben wir noch momentan auf dem Programm stehen? Ich hoffe, dass Wetter nächste Woche besser wird. Das Wochenende soll es gewittern. Ich hoffe, dass Regen runterkommt, weil meine Wiese hätte es nötig. Da fehlt Wachstum, wirklich viel Wachstum. Tja, momentan sieht es halt leider echt nicht noch aus, als würde es noch großartig besser wäre. Deswegen ist es leider so, wie es ist. Tja, kriegen wir aber auch noch. Gibt es halt dieser bloß einen Schnitt. Ich kann es auch nicht ändern. Wenn nicht mehr wächst, wächst nicht mehr. Hätte ich den ersten Schnitt früher gemacht, wie ich es ursprünglich vorgehabt hätte, wäre es wahrscheinlich besser geworden. Weil die ganze Kollegen, die ihren ersten Schnitt ja Anfang Juni gemacht haben, die sind momentan schon im zweiten oder schon wieder fertig, weil sie jetzt das Wochenende ausgenutzt haben. Tja. Genau, was ich euch noch erzählen kann, das wollte ich nämlich auch vorhin euch noch erzählen. Ich habe gestern nämlich schon wieder gebadet und zwar war mein Wasser fast verstopft mit Alge. Da musste ich die ganze Hahn wegschrauben, das ist jetzt natürlich dreiviertel voll, weil ich die frisches Wasser bekommen habe. Das habe ich euch im letzten Vlog gezeigt. Und ja, machen wir mal den Hahn wieder auf, dass wieder Wasser reinläuft. So, deswegen muss ich den Hahn wegschrauben, dass der Dreck rauskommt und dann wird mal halt auch ein bisschen nass dabei, aber bei dem Wetter gestern war das Ganze in Ordnung. Heute wird es auch in Ordnung. So. Jo. So viel mal dazu. Ja, wenn ihr mal ein Video zum Thema Poolbau haben wollt, also
wo ich es euch halt erkläre, weil aufgebaut habe ich ihn jetzt, ja. Dann schreibt es mir unten in die Kommentare rein, wer mal so ein paar Sachen zum Thema Pool an sich wissen möchte, wie aufwendig ich sowas zu unterhalten oder sowas nachzustellen. Und was kostet es ungefähr im Monat, so ein Pool steht zu haben? Wie gesagt, schreibt es mal unten in die Kommentare rein, dann mache ich euch dazu mal ein Video, wenn es euch interessiert. Ansonsten war es das wirklich für das Video. Ich weiß, es war jetzt ein relativ kurzes Video mit sehr viel Gebabbel von dem alten Sack. Ne? Deswegen, ich würde sagen, wir kommen einfach zum Ende. Wie gesagt, unten in die Kommentare reinschreibe die Frage für das 100 Abonnenten Special. Ich bin mir sicher, dass wir es spätestens im September dann brauche. Wenn nicht, dann bin ich gekränkt, dass die 90% der Zuschauer nicht auf Abonnieren drücken. Das heißt, ihr drückt jetzt drauf, denn ich blende euch wie immer oben rechts das Video von letzter Woche ein, unter rechts die Playlist mit den Farmvlogs und unter links der Abo-Button. Ansonsten sage ich Tschüss, bis zur nächsten Woche. Danke fürs Zusehen und ich bin raus. Ciao.